Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 15 Team of the Season Prediction. Wir sind in einer neuen Liga angekommen und zwar in der Liga BBVA, wenn man es auf Spanisch sagt. Auf Deutsch ist es die Liga BBVA und ja, was soll man großartig sagen? Der letzte Support auf der letzten Episode der BBL war wieder richtig, richtig gut. Wenn wir das Ganze hier genauso schaffen, wäre das richtig nice. 1500 Likes für die erste Episode der Liga BBVA wäre eine super Geste. Ich habe gerade mein Abi hinter mich gebracht, beziehungsweise die erste Klausur. Habe jetzt gerade richtig Bock, jetzt zu kommentieren, weil ich ein bisschen unausgelastet bin und deswegen fangen wir auch direkt mal online rumzuschnacken mit dem ersten Spieler. Stopp vorher noch, Randrun in der Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Den Like ist natürlich eine größere Unterstützung, aber es geht natürlich auch beides, wenn ihr möchtet. Gut, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Der erste Tor, beziehungsweise die beiden Torhüter fürs Team of the Season, meiner Meinung nach, sind einmal der Keeper von Valencia und einmal der Keeper von Villarreal, Sergio Asenjo und Diego Alves. Ja, Diego Alves, wie irgendwie jedes Jahr, sehr, sehr gut mit dabei, mit einer der besten Keeper in der Liga BVA. Man muss ganz ehrlich sagen, auch die Statistiken von dem Kollegen sind gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das so anguckt. Ich meine, er hat immerhin 12x0 gespielt. Er hat nur 22 Gegentore bekommen bisher in der BVA. Das ist bei den Gegnern, die er teilweise hat, beispielsweise einem Ramos, beispielsweise einem Real Madrid oder auch sonst wem, ist das gar nicht mal so schlecht. Und auf der anderen Seite Asenjo, ja, der hat zwar schon 30 Gegentore in 31 Spielen, ist aber auch weniger als 1 pro Spiel und hat 13x0 gespielt. Also das ist wirklich alles andere als schlecht, muss man wirklich schon sagen. Deswegen könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese beiden ins Team of the Season reinkommen. Das liegt auch einfach daran, dass ich die beiden sehr mag. Sowohl Diego Alves in FIFA sehr gut, als natürlich auch der gute Sergio Asenjo. Der in Form zumindest ist ziemlich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Der non in Form ist halt ein bisschen klein, so non-rare, aber an sich ist trotzdem ein guter Keeper. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die beiden ins Team of the Season reinkommen. Auch gerade, weil Villarreal und Valencia wieder gute Saison spielen. Es ist natürlich auch möglich, dass Bravo reinkommt, weil Bravo, den habe ich jetzt nicht so reingenommen, beziehungsweise auch Casillas nicht, weil Casillas sowieso ab und zu mal Aussätze hat und Bravo, naja, wenn er mal gefordert ist, dann hält er zwar, aber er hat jetzt von den Paraden her nicht so extrem viele. Asenjo hat die meisten Paraden in der Liga und Diego Alves hat 2 Informs, deswegen habe ich mich für die beiden entschieden. Und Bravo bekommt da weniger aufs Tor, deswegen glaube ich nicht, dass er ein Team of the Season bekommt. Da glaube ich eher, dass in der Verteidigung da bei Barcelona ein bisschen mehr abgehen wird. Dazu kommen wir jetzt, denn wir kommen zu meinen Innenverteidigern. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den beiden Torhütern haltet. Und wir kommen zu dem ersten Innenverteidiger-Duo. Ich muss dazu sagen, es gibt wieder mehrere Möglichkeiten beim Ersatzspieler ebenfalls. Da werdet ihr das auch nochmal sehen, werde ich auch nochmal erwähnen. Aber kommen wir erstmal zu meiner Stamminverteidigung. Besteht aus Diego Godin und, wie heißt er nochmal vorne? Gerard, genau, Gerard Piqué. Gut, ist sehr stark das Duo, muss man sagen. Piqué im Vergleich zum letzten Jahr hat sich deutlich stabilisiert, ist deutlich besser die Saison. Irgendwie haben alle gesagt, dass der richtig, richtig stark war und dass der unbedingt ins Team of the Season muss. Zumindest die, die ich so gelesen habe. Und angeblich war er wirklich so stark. Er hat sich wohl sehr verbessert. Bei Spanien war er nicht so top bei der WM davor, bei Barca auch nicht unbedingt immer. Aber anscheinend die Saison läuft. 23 Spiele, 4 Tore, eine Vorlage, spricht auch für sich, hat auch eine Inform bekommen. Spricht auch nochmal als Argument dafür, dass er ein Team of the Season bekommen könnte, weil es hat keiner mehr als einen Inform. Außer der geupgradete Otamendi. Und ja, ich denke mal, deswegen können wir Piqué da durchaus drin sehen. Auf der anderen Seite, ja, Godin, ich denke mal, da brauchen wir wenig zu sagen. 3 Tore, 2 Vorlagen. Er ist der Baum hinten drin. Er ist einer der besten Verteidiger der Welt. Meiner Meinung nach 84er Rating ist normalerweise zu niedrig für ihn. Letzte Saison klasse gespielt, diese Saison klasse gespielt. Ich denke, gerade weil Atletico wieder so stark ist, beziehungsweise, naja, sie lassen ein bisschen nach, aber an sich sind sie stark, wird der mal wieder einen Inform bekommen. Team of the Season bekommen. Und die Karte sehe schon ziemlich nice aus. 72 Tempo, 95 Defending, 89 Physics. Mir fällt gerade auf, ich glaube, Godin hatte tatsächlich 2 Informs. Okay, dann ist Godin der Einzige mit 2 Informs. Ja, doch, deswegen habe ich ihn auf 91 gemacht und Piqué nur auf 90, weil Piqué nur 1 Inform hat und Godin 2 und deswegen plus 7 anstatt plus 6. Ich denke, ihr habt das System mittlerweile verstanden und die Werte von den beiden sehen auch mega geil aus. Natürlich Piqué ein bisschen wenig Physics, dafür ja ein bisschen besseres Passspiel als der gute Godin, der ist dafür nochmal ein Tucken schneller. Ist schon sehr, sehr nice. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, wenn die beiden das dann werden sollen. Die Innenverteidigung sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Die Außenverteidiger sind da auch mal ja, relativ schwierig. Zumindest der Linksverteidiger rechts war es relativ einfach, weil es gibt einfach Rechtsverteidiger in der Liga nicht so krasse. Dani Alves hätte man nehmen können. Ja, ist richtig, aber ich habe mich jetzt für Dani Carvajal entschieden auf der linken Seite. Marcelo. Ja, erstmal zu Dani Carvajal. Hat einen Inform bekommen, hat einen Upgrade bekommen, deswegen relativ wahrscheinlich. Hat allgemein eine starke Saison gespielt. 25 Spiele, 3 Vorlagen und er ist defensiv einfach auch stark. Er ist einer der wenigen Außenverteidiger, die wirklich auch verteidigen können in der BVA. Dani Alves gehört da ja mehr oder weniger nur zu. Der ist ja eigentlich mehr ein Flügelspieler, als dass er Verteidiger ist. Aber gut, Carvajal mit dem 86er Rating wäre er dann ausgestattet. Die Werte sehen sehr, sehr geil aus eigentlich. Mit dem 88er Tempo, 85 Defending. Aufgrund seines Informs geht das da um plus 7 nach oben. Bei Physics haben wir auch nochmal plus 5 im Vergleich zur Non-Inform-Karte, beziehungsweise zu Gabriel's Non-Inform-Karte. Sieht schon sehr stark aus. Auf der anderen Seite haben wir Marcelo. Warum Marcelo? Warum nicht Jordi Alba? Warum nicht sonst wer? Ich habe mal nachgeguckt. Ich kann jetzt gerade nochmal nachgucken.
Jordi Alba hat weniger gemacht als Marcelo, also die von den Werten her. Marcelo war sehr, sehr stark die Saison. Beide haben keinen Inform. Und das Ding ist halt bei Marcelo, 8 Vorlagen ist wirklich schon schwer zu toppen. Zwar macht Jordi Alba genauso viel nach vorne eigentlich, ist aber defensiv meiner Meinung nach nicht so stark und hat nur 3 Vorlagen gemacht. Hat auch nur ein Tor geschossen. Also so krass ist er meiner Meinung nach nicht. Es ist natürlich noch das Problem so ein bisschen, dass man auch andere Spieler da reinstellen könnte. Allerdings, wen willst du nehmen, weißt du? Mittlerweile spielt Antunes bei Dynamo Moskau, der hat einen Inform bekommen, aber er spielt halt nicht mehr in der BBVA. Genau das gleiche ist es, glaube ich, Eliseo gar keinen Inform bekommen dieses Jahr. Ne? Ich glaube, da bin ich ein paar Jahre zu spät. Aber ihr versteht, glaube ich, an sich, was ich meine. Du kannst schwer in der BBVA sagen, ich nehme den und den Außenverteidiger. Einfach, weil es nicht so viele Außenverteidiger gibt, die wirklich auffällig sind, die konstant gut sind. Und man muss ja auch immer bedenken, EA will ja auch ein bisschen Geld verdienen. Deswegen würde ich sagen, sie nehmen den guten Marcelo rein. Tremolinas würde mir noch einfallen, der könnte da auch rein. Ziquera, na, weiß ich nicht, weil der sich auch ein bisschen mit Ansaldi abgewechselt hat. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Also ich könnte mir gut vorstellen auf jeden Fall, dass Marcelo ins Team of the Season kommt. Und die Karte sähe ja auch einfach mega nice aus. Leider keine Forster-Skills, die er verdient hätte. Aber was will man machen, auch so geht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Klar, ich meine, das war wieder ein bisschen schneller. Das ist schon mal ganz schön. Innenverteidigung und Außenverteidigung brauchen dann noch einen Ersatzspieler. Das ist ganz klar, so wie jedes Mal. Und auch da habe ich, denke ich mal, zwei relativ gute Wahlen getroffen. Und zwar einmal den guten Gaia. Das nächste Top-Talent. Jetzt wollte ich Top-Linksverteidiger-Talent und Top-Super-Talent oder sowas in einem Satz sagen. Es ist Top-Talent rausgeworden. Es ist ein Top-Talent, das Valencia da wieder ausgebildet hat. Linksverteidiger genauso wie Juan Bernat. Wo der mittlerweile spielt, wissen wir alle. Wie gut der mittlerweile spielt, wissen wir auch alle. Und Gaia ist quasi der Neue. Und der ist wirklich richtig, richtig stark. Muss ich ohne Mist mal wirklich zugeben. Ich mag Valencia richtig gerne. Ja, das muss ich zugeben. Das ist einfach so. Obwohl ich Real eigentlich favorisiere in der Liga, weil ich die seit Jahren geil finde. Aber Valencia ist wirklich, wirklich nice. Vor allem, weil die so viele junge Spieler haben, die sie immer wieder ausbilden. Gaia ist einer davon, hat eine Klasse-Saison gespielt. Ist bei sehr vielen in der Prediction mit drin. Auch bei mir natürlich 74er Silber-Inform. Letztes Jahr war Navas ein Silber-Inform. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gaia dieses Jahr ein Silber-Inform wird. Wäre sehr geil. Sehr, sehr stark aus. Wird sehr teuer werden, aber das ist ja erstmal egal. Denn es geht ja darum, wer gut gespielt hat. Und Gaia hat das auf jeden Fall gemacht. 4 Vorlagen, ein Tor, 29 Spiele. Ich glaube, 19 Jahre alt. Passt auf jeden Fall. Gut. Wir kommen zum letzten Spieler, ebenfalls einer von Valencia, ihr habt ihn schon gesehen, Otamendi. Das liegt daran, dass der gute Nicolas 3 Tore gemacht hat in 29 Spielen und eine Inform hat und ein Upgrade. Es gibt mehrere Kandidaten. Es gibt einen Skodran Mustafi, der könnte es werden. Es gibt einen Pepe, es gibt einen Ramos, es gibt einen Miranda, es gibt noch einen Mathieu. Es gibt sehr, sehr viele Verteidiger. Aber weil Otamendi das Upgrade noch dazu hat, zu seinem sowieso schon Inform, habe ich mir gedacht, okay, Valencia spielt die Saison auch ziemlich stark. Nehmen wir einfach mal Otamendi anstelle von Mustafi, der spielt ja auch bei Valencia. Und auch anstelle von beispielsweise Mathieu, der nicht so viel gespielt hat. Pepe, der, na, Ramos war auch verletzt lange. Miranda, habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Ja, ich habe mir einfach für Otamendi entschieden. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sehr, auch sehr nice aus 76 Tempo, 91 Defending, 87 Physics. Ist leider ein bisschen klein, aber das ist ja vollkommen egal, weil dieses Jahr sind Kopfbälle sowieso scheiße bei Ecken, von daher brauchst du nicht so groß sein. Sehr, auf jeden Fall sehr, sehr nice aus dieses Team of the Season in der Verteidigung. Könnt ihr mir, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass euch auch das Mittelfeld gefallen wird. Das gibt's dann die nächsten Tage. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.